Nein, woran liegt? Sie ist an meinen Mitarbeitern. Holen die schlechte Termine. Liegt's an mir, kann ich nicht mehr closen. Dann helfen wir aus dem Schmerz heraus. Dann verdienen die f***ing Kohle. Und dann werden wir mal arrogant. Ich komme morgens ins Büro, was passiert? Ein 60er kommt rein. Direkt. Bam. Das Beste, was euch passieren kann, ist, dass SalesX darüber hinaus euer Partner ist, der euer gesamtes Sales-Team aufbaut, euer gesamtes Unternehmen mit euch gemeinsam aufbaut, plus euch sogar bei Krimskrams hilft, wie eine Brand aufzubauen oder sonstigen Schnickschnack. Es gibt diese heldenhaften Kunden, die sagen, ja Mann, ihr wart so geil, bitte kann ich den Upsell kaufen. Das passiert einer, vielleicht 10% der Leute sind vielleicht so. Die anderen Leute, die musst du da irgendwie hinführen und zwar so elegant wie möglich. Das heißt, die einzige Strategie ist, erstens, ganz ehrlich, wenn ich mal einen Tag habe, wo es scheiße lief, ja, und zwei Tage, ich hatte das letzte Woche zwei Tage, da habe ich nichts geclosed. Katastrophe, das hatte ich seit Monaten nicht mehr. Kein Tag ohne eine DocuSign-Benachrichtigung gehabt, okay? Ich hatte mich am Abend mich auch wieder dabei erwischt, wie ich gesagt habe, was ist das für eine Scheiße, Mann? Wie kann das sein? Woran liegt es? Liegt es an meinen Mitarbeitern? Holen die schlechte Termine? Liegt es an mir? Kann ich nicht mehr closen? So irrationale Gedanken fließen dann ein. Aber ich dachte mir, ey, ganz ehrlich, Gesetz des Durchschnitts. Die nächsten zwei Tage können gut sein. Ich komme morgens ins Büro, was passiert? Ein 60er kommt rein. Direkt. Bam. Alles klar? Ich dachte mir, okay, ich halte mein Maul und mache einfach weiter, weil der funktioniert. Der funktioniert. Wendet das an, Jungs. Ich sage euch ganz ehrlich, Vertrieb ist auf diesen zwei Dingen aufgebaut. Wenn ihr Visionstext habt, 8 Steps macht und die Law of Average drauf habt, habt ihr schon mal 70% davon drin, einen erfolgreichen Vertrieb aufzubauen. Sehr, sehr wichtig. Das ist das im Kopf. Das sind die Dinge, die im Kopf passieren müssen, damit ihr einen guten Vertrieb aufbaut. Das ist sehr, sehr wichtig. Okay? Hat es jemand verstanden? Ja. Jeder? Ja. Sebastian, hast du es verstanden? Okay, ich bin introvertiert. Ehrlich, ich war immer introvertiert. Ich habe nie viel geredet. Ich war zwar immer die Decken markiert, aber ich hab das nicht über Reden gemacht. Ich habe auch andere Leute nie leiden können. Ich wollte immer allein unter mich und sich bleiben. Ich war auch nie der Partygänger. So, ich hatte eine Zeit lang exzessiv, bin ich in Clubs gegangen. Ja, aber eigentlich nur, weil alle in Clubs gegangen sind. Ich war nie der Partytyp. Ich bin introvertiert gewesen. Aber ich habe es geschafft, meinen Kopf so zu programmieren, dass ich rüberkomme wie der extrovertierteste Typ der Welt. Wer hätte gedacht, dass ich introvertiert bin? Hand aufs Herz. Hand hoch. Okay. Bruno, okay. Wer hat gesagt, dass ich zu 100% extrovertiert bin? Wer hat seine Eier drauf verwettet gehabt? Okay, die meisten. Das ist der springende Punkt. Man kann sich selber programmieren. Man kann sich selber formen. Was man dafür braucht, ist der Wille. Der Wille sorgt dafür, dass das geht. Okay? Ich habe es geschafft, extrovertiert zu werden und einen Job zu machen, wo ich jeden Tag mit Leuten spreche, weil der Wille da war. Weil ich es wollte. Es hat geschafft, dass ich meinen Körper, meinen Geist so umgelenkt habe oder umprogrammiert habe, dass ich Dinge getan habe, die sinnvoll sind. Ich tue Dinge wie Sales, wo ihr denkt, ey, das macht ihm voll Spaß, in der Einwandbehandlung zu sitzen. Natürlich nicht. Macht das keinen Spaß, kalte Wiese zu machen, euch das 10. Mal zu sagen, dass ihr etwas kaufen solltet. Aber was ihr in dem Moment vielleicht denkt, dass es nicht sinnvoll ist zu kaufen, aber es am Ende des Tages trotzdem noch kauft. Macht das keinen Spaß. Ich tue das aber so, als würde mir das Spaß machen. Weil es ist Disziplin, Dinge zu tun, die ihr hasst, so als würdet ihr sie lieben. So als würdet ihr sie lieben, weil genau das ist auch im Gym. Leute, die viel trainieren, die gehen auch nicht gerne ins Gym. Es sieht so aus, als ob sie gerne hingehen. Und einige Leute gehen vielleicht gerne hin, aber einige Leute hassen es. Wenn morgens mein Wecker um 6 Uhr klingelt, bereue ich mindestens 5 Minuten lang mein Leben. Ihr wisst gar nicht, wie schwierig das ist, mich wach zu bekommen. Leute aus meinem engen Umfeld wissen das. Man muss mich 10 Mal wecken. Ich habe 7 Wecker. Weil ich morgens aufwache und mir denke, halt das Alter. Vor allem, wenn man schon gut Kohle macht. Ich brauche jetzt nicht jeden Tag verdammte Scheiße Arbeit zu gehen. Ich könnte auch einfach jetzt, weiß nicht, nach Paris fliegen, irgendwo, wo es sonnig ist, und mir die Hacke vollsaufen und jeden Tag mein Leben leben, Alter. Im Club sein, alles. Im Monaco, im Casino chillen, alles Mögliche. Darauf hätte ich Bock, aber ich erlaube es mir nicht. Weil wenn ich mir das einmal erlaube, programmiere ich meinen Kopf darauf hinein, es zu tun. Ich habe mir nie erlaubt, krank zu machen. Ich war sogar krank bei der Arbeit. Ich war so lange bei der Arbeit, bis Leute mich nach Hause geschickt haben, weil es nicht ging. Ich bin schon mal auf der Arbeit eingenickt. Aus Versehen. Daniel hat das mal gesehen, da bin ich kurz weggenickt, weil ich hatte Fieber, alles. Upselling und Priming und Closing mit Referenzen. Upselling ist mein Lieblingsthema. Von allen Themen ist das, was ich am meisten mag. Das haben sehr, sehr viele auch mitbekommen. Weil Upselling ist was am Ende des Tages Spaß macht. Es macht keinen Spaß, 3-Monats-Pakete zu verkaufen. Ab 12 fängt es an, witzig zu werden und macht Spaß. Und darum soll es auch heute gehen, wie man Upsell-Pakete schnüren kann, wie man sie an den Mann bringen kann, wie man das machen sollte. Wie schafft man eine Schnittstelle, dass das Sales-Team immer noch die Upsells macht. Oder wie bei uns auch, wenn die Kundenberater die Upsells machen. Bei uns ist es ja gemischt, ein Erst-Close zu machen. Ein riesen Unterschied ist zum Upsell, weil beim Erstkontakt haben wir einen klaren Prozess dahinter. Wir machen Kaltakquise, wir haben irgendeinen Lead-Gewinnungsprozess. Anyways, Ads, Kaltakquise, whatever, Netzwerk. Da haben wir ein Qualifizierungsgespräch, grundsätzlich, wo wir erstmal abchecken, okay, ist die Person ready, macht das Sinn, kann sich das ganze Ding leisten und. Und dann haben wir ein finales Verkaufsgespräch, wo es eigentlich nur darum geht, zu verkaufen. Im Bestand haben wir das nicht. Im Bestand gibt es keinen
klaren Prozess, wo wir den Leuten sagen, hey, wir qualifizieren nochmal vor und wir closen dann nochmal in einem Verkaufsgespräch, sondern dieser Prozess ist erstmal willkürlich. Weil wir wissen nie, wann es zu einem Upsell kommt. Und ihr dürft einen Fehler nicht machen. Ich sehe sehr, sehr viele Firmen da draußen, die machen nach 3 Monaten ein Feedbackgespräch und sagen, ja, Herr Müller, war die Kampagne cool? Ja, die war ganz cool. Wie wär's denn mal mit einer Employer Branding Kampagne? So funktioniert das nicht. Grundsätzlich müsst ihr euch eine Sache merken, und das haben sehr, sehr viele Leute auch am eigenen Leib miterlebt. Jonas macht bis heute Witze darüber, dass der Kauf zwischen 3 und 12 Monaten, wie viele Stunden waren das, Jonas? 47 Stunden oder so hat das gedauert, ne? Ja. Ja. Das ist das Ding. Ihr müsst eine Sache merken. Der Upsell kann jederzeit passieren, okay? Ihr müsst jederzeit gewappnet sein, weil ihr wollt nicht den Fehler machen und dann den Upsell machen, wenn die Zeit vorbei ist, sondern am besten währenddessen. Und wie bauen wir das ein? Indem wir erstmal anfangen zu prime. Weil Priming ist der Vorqualifizierungsprozess in der Kundenbetreuung. Weil ihr müsst euch vorstellen, in erster Linie ist es so, wir haben ja, es ändert sich maßgeblich etwas, okay? Wenn wir den Kunden schon mal abgeschlossen haben, rufen wir nicht mal aus als Vertriebler-Frame an. Das heißt, wir sind nicht mehr der Vertriebler, sondern wir sind am Ende des Tages Fulfillment-Kraft, Partner oder umsetzender Begleiter. Das heißt, grundsätzlich ein Phänomen erstmal, was passiert, nämlich sind die Kunden offener. Das ist, was man merkt. Das heißt, sie haben gewisses Vertrauen euch entgegengebracht, sie arbeiten mit euch, sie gehen gerne ans Telefon, sie wissen, dass man da nichts verkauft bekommt, sondern sie gehen ans Telefon, damit man ihnen helfen kann, weitere Umsätze zu machen. Das heißt, ihr werdet Gespräche mit euren Kunden machen, und das macht auch Sinn, regelmäßig, auch wenn ihr nur Ads für eure Kunden schaltet, regelmäßige Feedbacksgespräche zu haben, auf wöchentlicher oder alle 2-wöchentlicher Basis, um abzuchecken, was bei dem Kunden gerade abgeht. Sobald ihr in den Upsell-Modus geht, sollte eigentlich das Priming losgehen, indem ihr anfängt, dauerhaft immer sehr, sehr unterschwellig zu pitchen. Weil wir haben nie den Bezug darauf, wann Upsell passieren kann. Wir können den Upsell nicht vorqualifizieren und sagen, Faisal, übrigens, das kann man machen, wenn man es auf sehr, sehr radikale Art und Weise macht. Aber bei eurer Zielgruppe wird das nicht funktionieren. Bei eurer Zielgruppe wird es nicht funktionieren, wenn man im Onboarding sagt, Herr Darwisch, 3 Monate ist gar nicht so cool, machen Sie mal direkt Employer Branding für 12. Haben Sie dann mit der Zeit, dann reden wir darüber. Das wird nicht funktionieren. Also sollte man der Zielgruppe machen, grundsätzlich, in erster Linie, solltet ihr, während ihr die Kunden betreut und anfangen, mit denen zu sprechen und umsetzt und ihnen weiterhilft bei der ganzen Sache, anfangen immer sehr, sehr unterschwellig über den Upsell zu reden. Das heißt, immer wieder anteasern, hey, es gibt eine 12-Monats-Betreuung. Ihr kreiert, und da baut ihr die ersten Referenzen ein, Hero-Stories von Kunden, wie einige Prozesse besser geklappt haben oder eure besten Kunden die Kunden sind, die auf langfristiger Basis mit euch arbeiten. Professionals make decisions based on their commitments. So, Step 1, um High Roller zu developen und zu leaden, ist have a system in place and follow it. Das System, was wir haben, was wir in place haben, sind die 8 Steps, die habt ihr gerade gehört. Das sind die 5 Steps of Conversation, habt ihr das gehört? Hat das Alex vorgetragen? Ja, hat er. Das sind die Law of Averages, habt ihr gehört. Pitch, Pace, Attitude, habt ihr gehört. Visionstext, habt ihr gehört. Wenn jemand meinen Visionstext aufschlägt, ich habe ungefähr jetzt schon 8 Bücher geschrieben in den letzten Jahren, dann werdet ihr sehen, oder man kann sogar den Erfolg meines Unternehmens ablesen anhand meiner Visionstexte. Jedes Mal, wenn ich eine Phase hatte, wo ich meinen Visionstext nicht aufgeschrieben habe, wo ich mir zu arrogant vorgekommen bin. Ja, ich bin doch Millionär. Ich bin doch CEO von SalesX. Ich habe doch letzten Monat 2 Millionen Euro geclosed. Jedes Mal, wenn das passiert ist, habe ich 3 Monate später die Rechnung bekommen. Weil es dann gedippt ist. Weil dann irgendwas Scheiße passiert ist. Man kann den Erfolg meines Unternehmens daran ablesen, wann, man kann legit sehen, aha, Tarek hat jetzt 3 Monate in Folge seine Ziele ernst genommen, hat es jede Woche aufgeschrieben. Man weiß ganz genau, nach diesen 3 Monaten war die beste Phase von SalesX. Und man weiß ganz genau, dass wenn es eine Pause gab und ich wieder angefangen habe, dass an dem Punkt, wo ich wieder angefangen habe, meine Ziele aufzuschreiben, ich in die gesteckt habe und erst dann wieder aufgewacht bin. Ich verfolge meine Systeme. Egal wie erfolgreich ich bin, ich verfolge die Systeme, die ich dahin gebracht habe. Viele von euch arbeiten so lange, bis sie aus dem Schmerz rauskommen. Sie haben einen Schmerz, sie kommen zu uns. Der Schmerz ist, ich habe keine Kundenanfragen, ich habe keine Neukunden, ich kriege meine Leute nicht geupsellt, ich kriege keine Mitarbeiter gebunden, ich habe keine Systeme in place. Irgendein Schmerz treibt euch zu uns. Irgendein Schmerz sorgt dafür, dass ihr sagt, weißt du was, Alex, ich vertraue SalesX. Lass uns das machen. Dann helfen wir euch aus dem Schmerz heraus, dann verdienen die Kohle und dann werden auf einmal arrogant und hören damit auf, das zu tun, was sie dahin gebracht hat, was ihnen geholfen hat, dahin zu kommen. Habt keine Angst davor, wenn ihr jemanden eingestellt habt, die Leute zu feuern, um sie wieder neu reinzuholen. Vertriebler sind überall und es dauert eine Weile an Durchlauf, bis jemand da ist, der gut ist. Ist immer in leistungsorientierten Feldern so. Ich meine, guck doch mal, wie viele Leute anfangen Fußball zu spielen, bis jemand Profi wird. Fast jeder in Deutschland spielt Fußball im Alter von 6. Wie viele Leute spielen noch Fußball mit 20? Der Tausch, also der Durchlauf ist extrem hoch in solchen Feldern. Jetzt mal eine ernstgemeine Frage. Wer geht gerne in so einen Call? Also wer geht gerne in einen Call, wo offensichtlich ist, dass jetzt gleich ein mehrfach 5-stelliges Angebot auf den Tisch kommt? Jetzt mal ohne Spaß. Wer macht das? Und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit,
dass ich so einen Call verschiebe. Jetzt mal, also, da kann sogar meine Tochter in den Kindergarten müssen. Oh, 9 Uhr Termin zum... Nee, ich bringe lieber meine Tochter zum Kindergarten. Ja, ich kann nicht. Ciao. Also das ist... Man muss mal ein bisschen... Und ich habe dafür ein cooles Beispiel. Wer schaut Serien manchmal bei Netflix? Okay. Ist es euch mal schon mal passiert, dass ihr aus Versehen mal 2 Staffeln hintereinander geschaut habt? Wem ist das passiert? Kann auch nur eine Staffel sein, kann auch 3 Folgen sein, 5 Folgen. Ist auf jeden Fall ein Zeitaufwand von mehreren Stunden, der dafür drauf geht. Ne? Warum seid ihr immer weitergegangen? Ja, Soran? Wegen Priming, weil man vielleicht eventuell denkt, okay, was ist jetzt das nächste? Ja, genau. Genau, was ist es? Also erstens, die erste Grundvoraussetzung ist, die aktuelle Folge, die man geschaut hat, war geil, aber die nächste Folge wurde so geisteskrank geframed, dass man nicht aufhören konnte. Warum framet ihr diese Gespräche nicht auf eine Art und Weise, die nicht euch zunutze sind, sondern eurem Gegenüber? Also die einzig wahre Strategie, um Upsells ganz smooth und ohne dieses ganze Gedrücke zu machen, funktioniert einfach, indem ich mich an ein Gesetz der Macht orientiere. Appelliere an den Eigennutz. Appelliert an den Eigennutz der Leute. Warum soll ich in einen Call kommen, wo ich offensichtlicherweise geupsellt werde und in ein nächstes Paket reingeclosed werde? Ja, es gibt diese heldenhaften Kunden, die sagen, ja Mann, ihr wart so geil, bitte kann ich den Upsell kaufen. Das passiert einer, vielleicht 10% der Leute sind vielleicht so. Die anderen Leute, die musst du da irgendwie hinführen und zwar so elegant wie möglich. Das heißt, die einzige Strategie ist, erstens, die Calls, die man mit den Leuten führt, darauf zu programmieren, dass jeder Call, den ein Kunde mit euch führt, erstmal was Positives ist und ein Mehrwert daraus generiert wird. Erinnert euch an die Folge. Ja? Die Folge muss geil sein, die der Kunde mit euch erlebt. Und das Zweite ist, die nächste Folge muss noch geiler sein und sie muss noch geilere, keine Ahnung, Geheimnisse oder Strategien oder was auch immer offenbaren, ohne dass ich eigentlich direkt verstehe, dass er jetzt... Da geht es jetzt um ein Angebot. Stell dir, was ich meine, Angebot, Vertrag und ich mache dir mal eine Strategie zusammen, wie wir deine Arbeitgebermarke aufbauen können. Das ist alles verbindlich. Menschen hassen Verbindlichkeit. Das ist einfach so. Also die einzige Verbindlichkeit, und selbst da muss ich schlucken, wenn ich mir ein richtig geiles Auto kaufe und ich zur Vertragsunterschrift gehe, selbst da denke ich mir so, boah, jetzt 300 Riesen ausgeben, das ist schon, es tut schon weh so. Also es ist selbst... Obwohl man sich einen Traum erfüllt, ist diese Verbindlichkeit unangenehm irgendwo in unserem Kopf. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass jeder Call, der in Zukunft aussteht, besonders der Call, der in eine weiterführende Zusammenarbeit münden soll, dass der in einem maximalen positiven Mehrwert-Frame für eure Kunden dasteht, dass die Leute da gerne reinkommen wollen, ohne per se zu verstehen, okay, jetzt geht's in den Upsell.